Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots und ja, wir sind dabei in Outer Heaven einzusteigen. Eigentlich sollten Meryl, Johnny und Snake es schaffen. Snake hat es geschafft, Meryl so mehr oder weniger und Johnny ist irgendwie abgestürzt. Und ja, jetzt werden wir... noch eine schöne Sequenz sehen, wo Snake sich mal wieder wehtut. Er kann es irgendwie nicht lassen, oder? Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, ich weiß, dass später, ganz zum Ende, es sehr, sehr viel an Sequenz gibt. Also abschließend nochmal. Und da möchte ich sagen, dass ich dann mich nicht mehr von euch verabschieden werde, sondern das so splitten werde, dass ich daraus passende Parts mache. Also zum einen nicht mitten in der Sequenz cutten werde. Zum anderen, dass das aber auch von der Länge her sich nicht überzieht. Also ich möchte euch nicht einen Stundenpart dahin liefern. Eigentlich klar, dass wir recht schnell hier entdeckt werden. Wir sind mitten auf der Basis. Und beim Gegner funktionieren ja noch alle Sicherheitssysteme. Willkommen. Krisensitzung. Dreblin, genau, hier auf diesem Part, also in diesem Kapitel, hat man halt alles zum halben Preis oder so ähnlich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was er gesagt hatte. Gucken wir mal. Das liegt einfach daran, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, das liegt daran, dass wir jetzt im abschließenden Kapitel sind und vor allen Dingen auch Dreblin, er hat das ja selber gesagt, dass er halt hingehen wollte und denjenigen hilft, die sein Geschäft kaputt machen. Die Railgun werde ich behalten, die Operator auch. Ja, das behalten wir jetzt erstmal so. Und ich werde erstmal hier die Dingspistole ausrüsten. Na komm, wo ist denn einer? Oh, Moment, habe ich jetzt getroffen oder nicht? So, der schläft schon mal. Da schläft noch einer. Sind da noch welche? Auf der Seite? Ich kann das nicht abschätzen mit dem Radar so ein bisschen. Ich glaube aber ja. Da war doch gerade eine, oder? So, schlaf mal ein. Danke, ich dachte schon, er ist in Wach getreten. So, damit sind die erstmal außer Gefecht gesetzt. Ration ist voll, na nett. Oh, da ist noch ein... Wenn ich den aber richtig erwische, dann... Was, hey? So, richtig erwischt, sehr schön. Dann stellen die jetzt auch keine Gefahr mehr dar. Im Achterdeck, eine Ration brauche ich nicht. Achterdeck, wo ist das Achterdeck? Da muss ich mal eben auf die Karte gucken. Einfach folgen, okay. Mal gucken, ob hier irgendwo Gegner sein werden. Ich will es nicht hoffen. Cool, hier sind kaum Gegner. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Ich sehe nichts. Wow. Moment, Moment, Moment. Jetzt erstmal die Ration nehmen. Und... habe ich gleich Probleme? Ich hätte mich gar nicht entdecken lassen dürfen. Nein! Kekko.
hau ab, ich habe dafür jetzt keine Zeit und keinen Nerv. Komm, mach auf, mach auf. Danke. Boah, haut der Gecko mich hier einfach rein oder was? So. Moment, hier ist noch irgendwas. Und die anderen verfolgen mich nicht. Von daher alles aufsammeln. Geht das hier noch weiter oder? Ah, hier ist ein. Ah, Fahrstuhl oder was? Nee. Darf ich mal. Aua! Meine Güte, ich will hier eigentlich weiterkommen. Wenn du mir mal sagst, wie ich hier weiterkomme. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt knall ich euch das Ding hier um die Ohren. Aua. Irgendwas habe ich erwischt. Au. Sag mal. Wer greift mich denn jetzt hier die ganze Zeit an? Ich weiß noch nicht mal, wen ich da treffe. Ah, treffe ich mich hier die ganze Zeit selber oder was? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt nehme ich die Railgun, aber jetzt ernsthaft. Hallo, ich verbrauche hier eine Ration nach der anderen. So, jetzt. So, das Ding ist getroffen. Ich habe doch bestimmt noch meinen Karton, oder? Jawohl, einfach hier mal in Deckung gehen. Wird schon irgendwie schief gehen. Oder muss ich die Tür schließen oder irgendwie was? Ich habe keine Ahnung. Komm, ess doch mal eine Nudel. Dann sind wir damit auch wieder voll aufgeladen. Ist da ein neuer Gecko? Oder so ein Ding gekommen? Scheiße. Darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Komm schon, mach das bevor sich da jetzt runtergeht. Habe ich keine Lust zu. Entdeckt zu werden. Ich wette, wenn das vor sich gleich zu Ende ist, dann geht hier die Tür zu und da entpuppt sich hier als ein Fahrstuhl. Kann das sein? Ja. Sehr witzig. So, wir nehmen wieder das Solid Eye. Wir nehmen die Pistole wieder. Laden erstmal nach. Boah. Okay, eine Sequenz. Damit habe ich jetzt weniger gerechnet. Ich hoffe, das dauert nicht wieder so lange, weil wir schon wieder bei der Hälfte des Parts sind oder der Partlänge. Nee, unser Equipment oder so ist da. Das geht eigentlich noch. Ja, wir können uns steuern. So, dann müssen wir jetzt auf deinen Anzug, Quietsch Snake, gar nicht so prickeln. Ah, nein, 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 nein. Ich weiß, wo wir sind. Nein. Ich will nicht. Ich will stopp zurück, Snake. Stopp, warte. Das ist. Ich habe da noch keine Lust zu. Ah, ja, das wird jetzt ein Spektakel. Oh, ich habe mir jetzt erstmal einen Schluck gegönnt, das mache ich normalerweise nicht, aber. Ja, super.
fühle mich in einer deutlich schlechteren Position. Ja, super. So, du haust ab. Schieß! So. Darf ich mal in Ruhe? Ich sehe nicht. Ja. Darf ich mal eben kurz meine Ration? Nudeln esse ich meinetwegen auch. Komm, danke. Schieß doch! Ich krieg die Krise hier mit dir, Snake. So, danke. Noch irgendwo fallen? Ach, da oben. Einen Moment. So, der ist schon mal erledigt. Da ist noch so einer. Auch erledigt. Da ist auch noch einer. Erledigt. Noch irgendwo einer? Da ist einer. Wow. Ja, ich hab's gesehen. Da hat jemand mir eine Granate vor die Füße geschmissen. Ach. Na, sehr nett. Komm, wir essen nochmal Nudeln. So, sehr nett. Nachladen, Snake. Wo sind noch welche? Da oben. Na, super. Wow. Mit dem hier habe ich nicht gerechnet. Warum kriege ich hier mal alle Schüsse ab? Ist doch unfair. Vor allem, ich habe die falsche Waffe, glaube ich. Ich nehme die falsche Munition auf. Ach, hallo. Wo ist noch einer? So. Noch irgendwo einer? Da hinten sehe ich einen. Ah, ich sehe ihn schon. Na, ich bin gerade falsch. Aua. Ja, ja, ich sehe schon, dass du mich treffen wolltest, aber das lasse ich jetzt nicht zu. So. Hinter mir? Nein, hier ist keiner. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. So viel darf ich schon mal verraten.
So, also haben wir herausgefunden, Akiba ist gegen so vieles immun. Ja, jetzt wird es für uns sehr, sehr schwierig. So, zum einen... Mir ist das gerade extrem laut auf den Ohren. Zum einen gehen wir jetzt erstmal hin und werden... Geht das nicht? Ich sehe schon, das geht nicht. Moment, ich muss erstmal... toll. Genau, das ist das Typische von Mantis. Ja, danke. Old Snake? Nee, wir müssen erstmal so das hier machen. So, jetzt haben wir uns nämlich von den Fesseln gelöst. Das ist schon mal das eine, positive. Und jetzt muss ich mit... Ich nehme am besten die M4. Und jetzt müssen wir nämlich erstmal diesen Mantis ausschalten. Da ist er. Moment. So. Lässt du wohl... Ja, deine Puppe. Nämlich da haben wir schon drauf gesehen, dass Johnny drauf geschossen hat und das hat geholfen. So, du gehst mir jetzt erstmal aus dem Weg. Ja. Meryl, wo ist Meryl? Ach, da sind die. So, Moment, ich will auf deine... So, seine Sorrow-Poppe. Genau, ihr habt's gehört. Sorrow kennen wir vielleicht aus Metal Gear 3. Ah, die hängt nämlich nur noch ganz selten, oder ganz wenig, an zwei Fäden. Ja, jetzt wird sie sich selbst drohen zu erschießen. Kennen wir ja schon von... dem ganzen Spielchen. Moment. Darf ich erstmal... Ja, Moment. Ich will dir helfen, Meryl. Aber dazu muss ich mal eben... So. Jetzt ist sie erstmal außer Gefecht gesetzt. Wo ist sie? Darf ich... Oh. Ich muss erstmal eine Nudelsuppe essen. Moment. Danke. So, und jetzt, wo ist dieser Mantis-Typ? Oder Typin, ist ja eigentlich eine Beauty, da hinten. Moment. Ich will auf deine Puppen schießen. Na, komm schon. So, deine Puppen, das kriegen wir hin. So, jetzt muss ich mal eben, darf ich mal eben kurz die Waffe tauschen? Ich würde gerne Waffe bevorzugen, wo Munition drin ist. Operator, oh, hier ist... Die P90, die nehmen wir mal. Das ist kein Wunder, dass... da. Moment, die Puppe ist ihm noch hingefallen, oder? Nein, der hat noch beide Puppen. Ah, komm. Jetzt lass mich doch mal erst in Ruhe. Ah, die hängt da noch an einem Faden. Das muss ich ausnutzen. Ja, ich weiß. Ich schnapp mir die Puppe, ja. Da vorne ist sie. So, jetzt haben wir die Sorrow-Puppe. Sehr wichtig. Hörst du auf? Ah, ich will Meryl gar nicht angreifen. So. Meryl erstmal K.O. gesetzt. Jetzt kannst du mit ihr nichts anfangen. Und jetzt haben wir... Habe ich... Du kannst nichts mehr anfangen. Wow, Meryl. Gehst du erstmal weg, bitte? So. Meryl erstmal K.O. geschickt. Wieder. Wow. Ich will die Puppe erwischen von ihm. So. Und die Puppe lässt dir jetzt auch fallen, aber ganz schnell.
So, jetzt aber. Wo ist die Puppe? Ja, ich habe sie direkt eingesammelt. Gehst du wohl weg? So, und jetzt können wir erst gegen Mantis selber kämpfen. Vorher ging das noch gar nicht. Moment, das machen wir jetzt anders. Ich glaube, ich muss die Puppe gegen den einsetzen. Könnte mich jetzt aber auch irren. Wir nehmen sonstige Objekte. Da haben wir sie. Wir nehmen, Moment, die Mantis-Puppe. Moment. Eine Marionette, die wie früheres Foxhound-Mitglied Psycho Mantis gekleidet ist. Hersteller und Alter unbekannt. Okay, und das ist die Zorro-Puppe. Ja. Nee, dann will ich die Mantis-Puppe haben, weil ich glaube, die kontrolliert die... die kontrolliert die Lebenden. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Moment. Ja, jetzt aber. Komm schon. So, jetzt mache ich dich fertig. Du siehst doch, wie das geht. So macht man Mantis fertig. Aber nein, wir sind... Verdammt. Wir sind eigentlich am Ende des Parts. Ich habe das nicht gesehen, sonst hätte ich vorher noch einen Cut gemacht.
it out of my body. Forgive me. Set me free! Ja, schön. Diesmal sind wir sehr nah bei ihr. Das mag ich gar nicht, aber wir haben den Part schon ziemlich überschritten. Mehr als 27 Minuten. Tut mir leid. Ich habe nicht mehr drauf geachtet. Ich war so im Kampf geschehen und dann die Sequenz. Aber wir werden den Part jetzt an dieser Stelle beenden. Ihr könnt im nächsten Part gespannt drauf sein, dass wir sie besiegen werden. Dann wird es noch einige Szenen geben. Unter anderem wird Greblin auch nochmal seine Geschichte erzählen, denn eine Geschichte ist noch übrig. Und ansonsten wird es auch ziemlich spannend. Also verpasst auf keinen Fall den nächsten Part. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Und ja, schaltet auch beim nächsten Part von Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots wieder ein. Bis dahin.